Endlich kann Bergisch Gladbach wieder Fußball spielen. Zuletzt musste die Mannschaft in der Regionalliga pausieren, da der Platz auf Schalke unbespielbar war. Nun ist alles angerichtet für die Mission, die ersten Punkte im neuen Jahr zu sammeln. Es geht gegen den SV Rödinghausen und die Höhner geben die Devise vor. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist einfacher gesagt als getan. Der amtierende Meister hat 3 der 4 Spiele in 2021 gewonnen. Helge Hohl hat also einen starken Gegner auf der anderen Spielfeldseite. Trotzdem will die Mannschaft wieder Punkte sammeln, um den Anschluss an das sichere Ufer nicht zu verlieren. Bergisch Gladbach startet in den roten Trikots von links nach rechts in der ersten Halbzeit und will früh ein Zeichen setzen. Die Initiative zeigt Odagaki, der ist rechtzeitig wieder fit geworden. Und das zahlt sich direkt aus. Er sieht den Mann, der in Bergisch Gladbach für Tore zuständig ist. Serhat Koruk mit dem 1:0. Es schlägt 13 auf der Uhr und 13 auf dem Torekonto von Serhat Koruk, der von der offenen Abwehr der Gäste profitiert und früh für Hoffnung auf die ersten 3 Punkte im neuen Jahr macht. Doch auch Odagaki hat große Anteile an dieser Führung, weil er den Blick für den drittbesten Torschützen der Liga hat und einen exzellenten Pass spielt. Der Rest ist Geschichte. Bergisch Gladbach ist aber gewarnt, sie haben zu oft in der Vergangenheit eine frühe Führung wieder hergegeben und Rödinghausen drängt auf den Ausgleich. Der Schock ist nur von kurzer Dauer. Arkenberg versucht es aus der Distanz und das mit Erfolg, wenn auch über Umwege. Bamuaka Simakala mit dem Ausgleichstreffer nur 12 Minuten nach der Führung. Der Top-Torschütze der Ostwestfalen steht dort, wo ein Top-Torschütze aus Ostwestfalen stehen muss. Aus Bergisch Gladbacher Sicht ist das aber ein sehr bitterer Gegentreffer. Der Ball hüpft auf dem Rasen, das macht ihn unberechenbar für Lohmann. Simakala wird es egal sein, für ihn ist es Treffer Nummer 10. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause. Nils Trube hat Diskussionsbedarf mit seinem Trainerteam. Der Meister tut sich sichtlich schwer gegen die Gastgeber, die nach dem Ausgleich das Zepter übernommen haben und es in der zweiten Halbzeit nur widerwillig abgeben wollen. Nach dem Seitenwechsel wird das Spiel intensiver und der vermeintliche Underdog bekommt einen Freistoß. Serhat Koruk nimmt sich dieser Sache an, lässt zunächst antäuschen, schießt dann selber und das nicht so verkehrt. Doch der Ball landet nur auf dem Tornetz. Auch Rödinghausen kommt zu Chancen. Patrick Kurzen, der hat vor wenigen Tagen seinen Vertrag verlängert. Diese Flanke muss nicht verlängert werden. Die landet direkt bei Derflinger, der Aufsetzer und die große Chance für Simakala. Doch der steht mit dem Rücken zum Tor. Keine optimale Position. Trotzdem eine Riesenchance. Glück für Bergisch Gladbach. Die wiederum setzen alles daran, die 3 Punkte einzutüten. 3-2 Situation. Koruk läuft oder Gaki steht in der Mitte. Doch der Pass ist zu ungenau und landet im Nichts. Danach geht nichts mehr. Bergisch Gladbach holt einen Punkt gegen den amtierenden Meister. Ein 1:1 gegen den SV Rödinghausen. Ein Achtungserfolg im Abstiegskampf, der vor allem der Psyche guttun wird, da das Ergebnis viel mehr ist als nur ein Unentschieden. Der SV 09 hat die Partie mitgestaltet, hat mitgearbeitet und zwar zeitweise mindestens auf Augenhöhe mit Rödinghausen. Es wäre sogar mehr drin gewesen für Serhat Koruk und Co. Trotzdem lässt sich auf diesem Punkt für den Rest der Saison und für den Rest der Mission Klassenerhalt aufbauen. Ob das auch der Trainer so sieht, das seht ihr jetzt. Helge Hohl zieht sein persönliches Fazit zur Partie. Marvin Domaleski hat ihm am Rheinkick Mikrofon. Ja, also wir nehmen mit, dass wir in jedem Spiel konkurrenzfähig sind. Das wissen wir mittlerweile diese Saison. Wir waren auch in den letzten Spielen mit vielen Mannschaften auf Augenhöhe, auch gegen Oberhausen. Da haben halt Nuancen gefehlt. Auch heute haben Nuancen gefehlt, um Sieg einzufahren. Und wir wollen einfach sehen, dass wir nächste Woche ja im wichtigen Spiel gegen Wegberg dann auch auf dem Punkt da sind. Ich glaube, man hat heute gesehen, dass ja Kelly Lunga und Patrick Friesdorf unsere Offensive auch wirklich bereichern, dass wir viel torgefährlicher auch sind. Serhat Koruk da als Sturmführer auch mehr Unterstützung bekommt und das gibt mir auch Hoffnung für die nächsten Spiele, dass wir da gut abschneiden werden. Rödinghausen bleibt im 4. Spiel in Folge ungeschlagen, damit rücken sie vorerst auf den 6. Platz vor. Sie werden die restliche Saison wohl im tabellarischen Niemandsland verbringen. 19 Punkte beträgt bereits der Abstand auf den Tabellenführer Borussia Dortmund. Ganz anders ist die Lage in Bergisch Gladbach. Platz 18 und 3 Punkte Abstand auf das rettende Ufer. Es ist noch alles drin für die Mannschaft, doch die Konkurrenz schläft nicht und hat noch viele Nachholspiele inne. Für den Klassenerhalt braucht es mehr als einen Achtungserfolg. Es braucht die ersten 3 Punkte im neuen Jahr. Doch dieses Spiel macht der ganzen Mannschaft viel Hoffnung für die kommenden Aufgaben in der Mission Klassenerhalt.